Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Journey of Life und ich glaube, ich muss mal das Gewitter leiser machen. Meine Herren, ist das laut. Alter Verwalter, das ist vor allem alles ein bisschen lauter, weil ich das in meinem Audioprogramm ein bisschen erhöht habe. Ambient-Lautstärke. Ist das das? Ja. Nein. Das hätte man doch vorher machen können, ne? Echt jetzt mal. Stimmenlautstärke, sowas gibt's auch. Ich glaube, die haben alle keine Funktion. Dann machen wir einfach Gesamtlautstärke runter. Gibt's auch nichts zum Applyen oder sowas. Also von daher denke ich mal, dass das. Das geht ja gar nicht. Was ist denn los hier? Wieso kann ich das denn nicht leiser machen, ey? Ja, jetzt geht's. Was ist denn das? Also entweder ist das brüllend laut oder das ist arschleise. Also 22%, pass auf. Das wird nicht leiser, entweder aus oder laut. Was ist denn das? Ich muss hier richtig schreien. Nochmal, 10%. Es ist leiser geworden, mein Gott. Genau. 10 Dezibel. Wow. Schon hart. Okay, dann machen wir erstmal weiter. Und ich glaube, ich werde das Spiel so lange ruhen lassen, ab diese Woche. Weil es für mich, für diese Map hier, solange kein Update kommt, um das... hier wäre es jetzt, die Map spielbar zu machen. Ist für mich erstmal die Map unspielbar. Nimmst du den einfach mit, so? Wie wär's damit? Wie wär's, wenn du den... Ach, sag das doch direkt, Mann! So, ich wollte ein Häuschen bauen, ne? Und die ganzen anderen Werkzeuge. Aber bevor ich ein Häuschen baue, muss erstmal die ganze Scheiße hier gemacht werden, ne? So, ich habe noch nicht. Kannst du das mal bitte? Danke. Bitte ruhiger. Nein, bitte nicht. So, die Steine können jetzt mal rumfliegen. Die auch. Die nicht. Da ist kein Platz mehr drin. Super. Und dann heißt es, wir machen uns eine neue Station. Den brauchen wir nicht. Erstmal den hier, weil ich will danach sofort... naja, zumindest die große Säge. Was ist denn, wenn ich hier das... ...25. Gut, da dürfte machbar sein. Hat jetzt aufgehört? Nee, ne? Kann aber ein bisschen ruhiger werden, langsam. Langsam ist es ein Ohr. Also, mein Freund... Herr Spieleentwickler, falls Sie das hier hören, bitte tut uns einen Gefallen. Macht erstens den Sound leiser, besser, angleichen. Dann bitte, was ganz, ganz wichtig ist, was auf der To-Do-List eigentlich sehr weit oben stehen sollte, ist die Map. Denn die ist unter aller Sau. Mit unter aller Sau meine ich jetzt nicht die Landschaft, die Bäume und die Büsche und so, die sind alle in Ordnung, können von mir aus so bleiben, wie die sind, alles super. Nur das hier muss nicht sein. Ne? Das ist schlampige Arbeit, um das mal hart genug auszudrücken. Steine, die sind auch nur drauf geklatscht aus, Entschuldigung, aber das ist...
Manche Sachen sind recht liebevoll gestaltet, wie die Bäume und die Büsche und hier alles Mögliche. Und dann hier sowas, ja, das ist dann sowas von, das zieht direkt wieder runter. Das ist einfach eine Scheiße. Tut mir leid, es ist einfach so. So liebe ich das Spiel, bin ich ganz, ganz ehrlich, ich liebe das Spiel. Das ist, ich würde es bis in 100 Jahre spielen wollen. Aber so, dass man hier, da, das meine ich so. Normalerweise müsste ich da hochkommen. Wenn da Gras ist, ist für, heißt das für mich, ist es gerade so. Aber das geht hier irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt so. Ey, kriegt man da immer nur einen Holzding raus? Will mich verarschen? Was denn hier? Das war mit denen hier, mal gucken, ob die ein bisschen mehr bringen. Ich weiß, die bringen eher Yucca, aber... Yucca. Da kommt gar keins raus, das ist ja wunderbar. Ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur Palme berechnen. Kokosnuss. So. Äste gibt es nicht. Regen sieht zwar aus wie Schnee, aber das ist mir jetzt Jucke. Schnuppe, meine ich. Der kann ruhig so bleiben, das ist alles in Ordnung. Und was mir aufgefallen ist, wo ich das, das eine Video hochgeladen habe von dem Spiel hier. Da ist mal kurz der... Ach hier, wo habe ich gebaut? Ich glaube, hier baue ich dann auch noch weiter. Hier mache ich es weiter. Die Dateien sind von... Man kann das mal aufhören. Die Dateien sind mal kurz von 9 GB bei 20 Minuten auf sage und schreibe 21 GB hochgeschossen. Das ist mal echt mega krass. Ich weiß nicht, was da bei den paar Sachen dazugekommen sein müssen, dass das so derbe in die Grafik reinhaut. Das macht ihr erstmal fertig hier. Der geht schon wieder los hier. Wir kommen ständig hoch bei so ein bisschen. Kaki-Baum ohne Kaki-Dinger. Das ist ja super. Mal schauen, ob wir hier was kriegen. Da fallen schon welche, das ist das schön. So, wird mitgenommen alles und dann geht's drauf und dran, die Werkbank sauber, also richtig zu machen und dann werden wir die erstmal losschicken. Umstellen. Ich hoffe, diesmal bin ich laut genug. Nicht zu laut. So, ich werde noch eine
Basis herstellen. Kann ich lustigerweise ja nicht hier machen, stimmt. Aufpassen, wo man lang geht, ne, ist klar. So, die reichen. Kann rein. Es bleibt. Es bleibt. Nimm das einfach mal in die scheiß Rucksack ran. So, dann können wir die alle hier mal eben rüberschicken. Mal gucken, ob ich das wiederfinde. Sollte eigentlich nicht allzu schwer sein. Das sollte vorne sein, da wo der große Baum ist. Hier war's. Dann wird nämlich erstmal ein kleiner Umzug stattfinden. Jetzt war ich schon wieder zu weit vom Mikro weg. Ich lehne mich immer so ein bisschen weit zurück. Das ist ein bisschen doof. Sollte ich vielleicht mal anders machen. Können wir direkt mitnehmen, weil wir uns dann nämlich auch eh ein neues Feuerchen bauen. Ja, jetzt machen wir zwar eine Umzugsfolge, aber ist jetzt ja auch nicht so wild. Vielleicht mache ich doch noch die nächste Woche noch, weil mir, wie gesagt, mir gefällt das Spiel richtig. Ich hoffe jetzt, dass bald ein neues Update kommt noch. Und der zumindest die Base mal ein bisschen geglättet hat. Also geglättet werden musste. Das steht außer Frage. Ich glaube, es gibt genug Spieler, die, die das genauso sehen. Sonst, wie gesagt, Top-Spiel. Erste Klasse. Macht unheimlich viel Spaß. Nur das hier nicht. Bin ich jetzt zu weit gelaufen oder? Ich glaube, ich bin an meinen Sachen vorbeigelaufen. Aber jetzt bin ich wie ein Pingpongball hier rumtipsen. Zu weit hier latscht. Super. Was trinken. Das Gewitter ist eindeutig zu laut. Die Soundeinstellung müsste auch mal ein bisschen reparieren. Wenn es auf 10% immer noch so laut ist wie jetzt, dann läuft ja irgendwas falsch. Wo ist jetzt ganz einfach? Da ist der Kram von mir.
noch das Bettchen rüberholen. Das Gewitter auch irgendwie gar kein Ende nimmt, ne? Die Wolken, die laufen gar nicht weiter, glaube ich. Super. Ma. Und das, bitte, 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 bitte ändern das. Weil wenn ich in der Kiste gucke. Was ist das Bett jetzt? Wenn ich in der Kiste gucke, dann möchte ich da nicht und dann wieder rausgucke, dann brauche ich das Inventar nicht mehr. Wenn, dann mache ich es halt wieder auf. Aber das ist scheiße. So, ich mache dann auch hier nach schon Feierabend. Jetzt habt ihr zwar nur eine Rumgeschiebe gesehen und eine Runde laufe und renne. Um ehrlich zu sein, geht mir aber das Gewitter auf den Zeiger. Ganz eindeutig. Oh, warte mal, ein Feuer mache ich noch. Ein Feuer mache ich noch. Dafür brauche ich das hier, ne? Einen trockenen Stock. Gut, ich habe keinen. Das heißt, es müssen mal ein paar Yuccas dran glauben. Die sollten normalerweise trockene Äste abgeben. Wenn ich schon mal Probleme. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich habe zwar das hier. Aber ich kriege keine trockenen Stöcker zusammen. So wie es aussieht. Da. Sehr gut. Der Boden, der hängt auch hier echt kacke. Sechs massive Steine, ey. Das wird hart jetzt. Warte, einen hatten wir, glaube ich, hier irgendwo. Warte, den hier kann ich auch mal eben hier hinlegen. Okay, wenn ich Platz hätte. So. Was war das nochmal für welche? Hallo? Massiver Stein. Sechs Stück. Normalerweise sollten die immer hier rumliegen.
immer die dämlichen Wichsgriffe halten muss. Entschuldigung, diesen Ausdruck, aber irgendwie wird mir das echt auf den Zeiger. Geht das ja nicht, toll. Eins. Zwei. Rede ich doch einfach mal rein. Zwei Stück waren da, ich hab's gesehen. Vier. Come on, sir. So, jetzt muss ich das nur wieder finden. So, warte mal, warte mal, warte mal. Wir hatten doch hier irgendwo noch die... Genau. Hat er schon wieder in die Griffe genommen? Brech ins Essen. Ich will nicht, dass er das da reintut. Muss echt schwer zu verstehen sein eigentlich, ne? Baue ich einen Busch ab und der hat... Doch, der Wolf, ich wollte schon gerade sagen. Ich wollte schon echt gerade verzweifeln. Das wollte ich eigentlich nicht. Ist das voll oder nicht? Da würde ich gerne. Das hier. Nee, das ist ein Rechtig. Ein Kotztig. Das ist der andere. Die gibt's schon gar nicht mehr, oder was? Das ist ja als. Ach so. Als Rundenstein. Okay. Dann ein Rundenstein. Nein, ein Rundenstein. So, mal schauen, wie viel Gigabyte diesmal dieses... Na, lass doch mal los hier, Mensch. Diese Folge diesmal frisst. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Da werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal die Mr. Krabs drauflegen und den anderen Mr. Krabs und werde das dann schon mal anmachen. Oder er gesagt, hör auf damit. Oder mich zumindest erstmal davor stellen, damit ich weiß, dass ich das machen will. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.